Ja, ich denke mal, die Wichtigkeit dieses Spiels brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Hat sich nichts geändert gegenüber letzte Woche vom Frankfurt-Spiel. Wir müssen am Sonntag punkten, ganz einfach, und das ist die Priorität. Wir freuen uns drauf, die ganze Resonanz jetzt, was gerade jetzt von den Fans, von dem Zuschauerzuspruch am Sonntag ist, dass wir vielleicht sogar ein volles Haus haben. Das ist ja pure Freude, dass man vor so vielen Fans spielen darf. Ich denke mal, das möchte jeder Spieler mal in seinem Leben erleben. Und das soll wirklich eine Freude sein, da soll man rausgehen, da muss man versuchen, gleich den Funken überspringen zu lassen, indem man gewillt ist und zeigt, was an der Tagesordnung liegt am Sonntag, und das heißt, wir müssen punkten. Und eine Mannschaft, die ist jetzt die Woche, denke ich mal, gut mit der Situation umgegangen bis jetzt. Es ist eine gewisse Lockerheit, aber auch eine gewisse Fokussierung drin. Und so muss es auch sein. Nichtsdestotrotz ist der gewisse Druck da, und der muss man innerhalb, so sage ich das immer, innerhalb von 1-2 Minuten muss es abgestellt sein, und dann muss man das Spiel nur noch sehen und seinen Job erfüllen. Ja gut, ich meine, der Club hat dies ja auch mehr erwartet aus dieser Saison, so ähnlich auch wie wir. Die haben auch große Ziele gehabt, sind aber jetzt im gesicherten Mittelfeld. Ich habe es mir letzte Woche nochmal angeguckt. Gegen Braunschweig, da haben sie eine sehr engagierte, sehr, sehr konzentrierte Leistung abgerufen. Wollten natürlich auch ihren Zuschauern was bieten. Sind natürlich sehr offensiv ausgerichtet, gerade mit ihren Spielern dort. Der Silvestre war noch gesperrt, aber den hatten wir uns ja vorher nochmal angeguckt, und wir kennen sie ja auch. Ich erwarte da ganz einfach, dass es ein heißes Derby wird und dass wir, genauso wie es bei den anderen Spielen ist, es ist egal, gegen wen man spielt, wir müssen den Gegner den Schneid abkaufen und den Spaß am Fußball nehmen, weil es für uns eben um sehr viel geht, und das erwarte ich von meinen Jungs. Der hat jetzt die Woche mittrainiert, wir haben ja im Sprunggelenk mehrere Bänder, da war nur eins durch, das geht. Nein, er kann heute noch nicht einsteigen. Er wird heute noch mit den Physios arbeiten, mit dem Reha-Trainer arbeiten, weil ich da auch kein Risiko eingehen möchte. Manchmal sind 24 Stunden noch ganz gut, die man Zeit hat zum Ausheilen. Er hat natürlich ganz klar da eine kleine Blessur, aber er möchte unbedingt helfen. Er möchte unbedingt auch spielen, und da warten wir noch bis morgen ab. Also die Zeit nehmen wir uns noch. Ich glaube nicht, dass er, wenn es so sein sollte, dass er Sonntag auflaufen könnte, dass er in einer Woche so viel Substanz verliert. Und wenn nicht, dann geht er dann nach ein paar Minuten wieder raus. Ja, da freue ich mich wahnsinnig, dass der Christian, dass es so schnell geklappt hat. Er hat einen guten Eindruck jetzt diese Woche hinterlassen. Beim Training, man merkt ja, das ist meistens so, ob es nun bei Langzeitverletzten ist oder eben auch bei jungen Spielern, wenn die dann irgendwie einsteigen, dann läuft das gleich irgendwo super, und das sollte man auch versuchen mitzunehmen. Auf alle Fälle wird er im Kader sein, im großen Kader.